Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt. Bevor ich es vergesse, verteilen wir noch schnell die Punkte, die wir haben. Ich verteile es in diesem Punkt hier. Damit wir Leben erhalten in der Nacht. Und dann... Wo wollten wir hin? Ach ja, zu diesem Fragezeichen hier. Dorthin werden wir gehen, nachdem wir hier ein bisschen erkundet haben, was es so alles gibt. Wie es aussieht. Sie werden uns alle nach Süden über die Yaruga bringen und dann kommen Nilfgaarder her, um unsere Felder zu bestellen. Bei allen Göttern. Ja. Möge die Sonne auf. Also. Wir haben gerade Blumen aufgehoben. Magie, ein Ort der Macht. Okay. Gut. Aktienzeichen erhöht. Wo ist der nächste Weg? Da. Na. Komm schon, hier bin ich. So, stirb dich! Erscheinung! Gut. Geisteressenz und anderes Zeug. Okay, das hätten wir hier. Der Typ ist tot. War da gerade eine Honigfarbe? Gut. Dann sammeln wir die mal auf. Denn ich hoffe mal, die können wir zu guten Preisen verkaufen. Ah. Okay. Kommt, du Ertrunkener. Ja, stirb. Betrunkener Herr. Schlüssel mit chemischer Linie. Oh. Und wieder einer weniger. So, was haben wir denn da? Eine Kiste. Verfolgen wir mal diese Quest. Ist das Dokument, das du gefunden hast? Okay, mache ich so gleich. Inventar, das sollte dann bei dem Questartikel sein. Ja. Blutdurchtränke, der Militärbefehl. An die zuständige Stelle auf Befehl des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Oxford zu eskortieren, wo sie von einer redanischen Division erwartet werden. Als temerische adlige Abkunft stehen sie unter besonderem Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr eigener Hab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung dieses Befehls wird vor einem Standgericht gehandelt. Randolf Wittgenberg. Gut. Finde den zurückgelassenen chimärischen Schatz mit Hilfe deiner Hexersäme. Der sollte nicht schwer zu finden sein. Los, Geralt! Los, Geralt! Schneller! Hm.
Ah, da. Eine weitere Honigbarbe. Habe ich sie gekillt? Ja. Sehr gut. Und weiter. Oh. Das klang nicht so gut. Also, weiter geht's. Ist das eine Truhe? Ja. Ein paar nette Sachen. Ziegenhaut. Also hier in der Hütte sollte es sein, oder um die Hütte. Aber zuerst schauen wir uns mal hier um. Alpquest. Dann haben wir dieses Zeug hier. Kohle. Schnur. Sonst noch was? Hm, man kann auch. Wow. Man könnte technisch gesehen raufgehen. Aber nur technisch. Ja, nur technisch. Dann gehen wir mal in die Hütte. Scheint nicht viel. Ah, hier geht's runter. Aha. Eine zerbrechliche Tür. Und rein mit. Mo! Und alles aufsammeln. Kamin-Rezepte halten. Und das andere Zeug. Eine Jägerhose. Ein Schwert von Briten und Brigade. Das heißt, gut. Dann kleiden wir uns mal neu. Okay, was haben wir denn da? Aha, aha. Okay. Was ist das? Die wir anhaben, ist besser. Dann haben wir hier so einen blauen. 13 kritische Trefferchance, gut. Auch das ist gleich besser. Und diese Hosen. Auch. Und sonst haben wir nur noch das Silberschwert. Gut. Und, ups, falsches Menü. Bei Alchemie haben wir etwas Neues erhalten. Alkonus. Carmin. Carmin für alchemistische Zubereitungen verwendet. Gut. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, dann machen wir Samum, Schwalbe, weißer Honig, Geisteröl, Nekrophagenöl. Und wir machen auch noch blaues Untergehen. Gut. Dieses blaue Untergehen können wir sicher jetzt auch noch verwenden. Nein, das war hier. So. Wir haben zwar noch keine blauen Fähigkeiten, aber hey, was soll's? Gut. Öle. Wenn du Öle auf dein Schwert auftragst, wird dadurch der bei einem spezifischen Blablabla. Ja, man macht mehr Schaden mit Ölen auf der Klinge. Gut zu wissen. Aha. Nein, wir gehen zuerst hier hin. Das ist näher. Und mein zweiter Fragezeichen ist auch schon gleich in der Nähe. Also, kein Problem. Sogar von Vorteil. Was sind wir denn da? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, mach ich.
unerlässlich. Komm schon. Was? Schon weg? Wo ist es denn hin? Also getötet haben wir es nicht. Es hatte ja noch Leben, aber. Okay. Und dann meditieren wir mal ein bisschen beim Boxen. Und gehen mal hier rein. Wow. Gut. Oh, hab ich's also. Und weg. Was haben die denn da noch Schönes? Wie gerade ein Langschwert. Wippernschwert. Wippernschwild. Silberschwert. So. Hier haben wir sonst nichts. Ha? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Gut. Aber bevor ich das mache, Öle. Du hast ein Klingenöl in deinem Inventar. Trage es auf dein Schwert auf, um es zu verwenden. Klicke auf Nützliches, um Öl zu finden. Ziehe das Öl auf den Platz für deine Stahl oder dein Silberschwert. Nehmen wir das Nekrophagenöl. Jetzt bewirkt das Schwert mehr Schaden bei Kreaturen, die empfindlich gegen das Öl sind. Super. Okay, wir haben Schwalbe. Die nehmen wir lieber hier hin. Was ist das? Okay. Geister. Gut, haben wir sonst noch einen Trank? Meistergegenstände. Vergiftung. Ah. Ach, Bomben haben wir auch noch. Die darf ich nicht vergessen. Und das ist leer. Leer. Bombe. Gut. Moment. Wir haben ja auch noch ein paar Waffen gekriegt. Was ist das? Okay, das ist besser als die, die wir haben. Und wie gerade Langschwert, Rüstungsdurchbohren und Chance auf Bluten. Ich behalte die, die wir im Moment haben. Gut. Wo ist... Dann auf zum nächsten. Heute werden wir ein paar Fragezeichen abklappern. Okay, können wir hier rein. Oh, ein Toter. Was ist das? Eine Angel. Okay, da kann man nicht rein. Was war das für ein Knochen? Schauen wir später.
Zuerst will ich wirklich die Fragezeichen abklappern. Gut. Ein versteckter Schatz. Sonst noch mehr. Gut, also bleibt wo ihr seid. Ach du Scheiße. Eisenherz. Jägerhose. Ohren. Asche. Anfängerreparatursets für Windstaub. Fläschchen. Das Bärenfell. Stadler. Wasserflasche. Hingeschmierte Notiz. Sowie Fell eines weißen Wolfes und so weiter und so fort. Dreckiges Geld. Gut, wie ist den Brief, den du gefunden hast? Hey. Und den Brief finden wir sicher hier. Hingeschmierte Notiz. Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen in der Nähe der alten Mühle und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Eine Sackgetreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit. Eindeutig besser als die Armee. Zumindest haben wir was, womit wir unser Bäuche füllen können. Und das Risiko, das wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Natalis Befehlen jagen würden. Okay. Euer Gold gehört gleich mir. So. Hundekalk und Wolfsleber. Also rauf mit uns. Und zwar zacki. Na, da greift ihr das an. Ja, die gehen wieder. Die haben uns noch nicht gesehen. Ja, das ist aber auch besser für sie. Hm, wo sind die hier? Ah! Komm schon, komm näher. Dir wird's auch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Okay, das wird euch leid tun. Okay. Und da ist mal etwas weggefunden. Dann sammle ich mal ein bisschen Vorräte auf. Aber wer greift dann einen Hexer an, wenn er nicht gerade lebensmüde ist? Und jetzt habe ich mal eine Schwalbe genommen. Mal schauen, wie gut es mit ihr läuft. So. Hier oben sollten noch ein paar Leute sein und ein paar Sachen. Ah.
Überlastet. Du bist überlastet. Gerald trägt zu viele Gegenstände. Wenn du zu viele Beute mit dir herumschleppst, kannst du weder rennen noch springen. Das Symbol zeigt an, dass du überlastet bist. Im Inventarfenster kannst du sehen, wie viel Gewicht du trägst. Gegenstände, die du nicht benötigst, kannst du wegwerfen, verkaufen oder von einem Handwerker zerlegen lassen. Wenn du mehr tragen können möchtest, dann verbessere die Satteltasche deines Pferdes. Also, zuerst einmal sammle ich alles auf. Wir ziehen dir die Haut ab! Hey ho! Du Dreckshexer! Na komm schon. Komm schon, komm näher. Ja, komm wirklich näher. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Idiot. Und Leder. Bist du beschwert? Gut. Da ist da etwas am Boden. Stahldraht. Was haben wir noch hier? Temerischer Dolch. Jetzt noch rein, dann rufen wir Plötze. Und die tragt uns nach Hause. Dann müssen wir nicht so schnell. Also dann macht es, glaube ich, nichts aus, wenn wir ein bisschen schwerer sind. Die kann uns tragen. Ah, da ist die Kiste, die wir suchen. Maribor-Maschine. Gut. Plötze. Komm zu mir. Ah, da ist mein liebes Plötzelein. Komm jetzt. Gut, das haben wir geschafft. Wir gehen hier zur Kirchbrücke. Und von dort machen wir eine Schnellreise. Los, Plötze, los! Ganz ruhig, wir schaffen das schon. So, siehst du. Langsamer. War doch gar nicht so schwer. Weg, Gerald, weg! Plötze? Bist du wahnsinnig? Ach, du Scheiße. Öffnen. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. So. Und zwar nach zerstörtes Dorf hierhin. Okay. Plötze. Ah, da bist du. Ich bin mir schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Wir gehen zum Schmied, denn wie ich mal bemerkt habe, gibt er uns bessere Preise als dieser Händler dort drüben. So, absteigen. Und wo ist er denn? Nee, ich sag nicht, dass er im Moment nicht da ist.
Ah, dümmlicher Scheiß. Oder ist das der Bug? Also ich hörte von einem Bug. Dass man, ja. Schau mich nicht so an! Ja, keine Angst, Klein. Ja, das war der Bug. Ich habe von einem Bug gehört, der ja gewisse Leute verschwinden lässt, wenn man hinkommt. Dann muss man nur eine kleine Runde drehen, dann sind wir wieder da. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Waren. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Also gut. Okay, tonnenweise Schemen. Ja. Also was haben wir da? Ich verkaufe sämtliche rostige Schwerter. Dafür bin ich zu schwach, aber ja, weg mit dem. Nafgardische. Auch weg mit dem. Oh. Rostiger Skelliger Schwert. Das Langschwert ist doch schwächer als meins. Zimmerischer Dolch, weg damit. Rostiger Skelliger Schwert. Rostig. Weg damit, weg damit. Ich mag keine Äxte oder Knüppel. Ich will Schwerter. Echte, gute, männliche Schwerter. Weg damit, weg damit, weg damit. Obwohl, ich kann die dann benutzen, um zu zerlegen. So. Genug Zeug sollte ich losgeworden sein. Handwerk. Mhm. Chemische. Nee. Hier fehlt Stahldraht. Falsche Handwerker. Aber wir müssen wir. Okay, wir müssen unbedingt. Also was haben wir denn da? Nee, ich will das noch nicht verschwenden und das müssen zerlegen. So, dann zerlegen wir mal ein paar Sachen. Mhm. Hm. Ah, was soll ich alles zerlegen? Zerlegen wir ein paar, ja, ein paar Schwerter. Schon nicht zerlegen für 4 Kopper. Auch. Auch. Dann das auch zerlegen. Moment mal. Das habe ich vorhin gerade zerlegt. Ich wollte das da hier zerlegen. So wie die Jägerhose und das da. Ach, der Hemd kann auch weg. So wie diese Schuhe und das. Das auch. Beides kann weg. Ja. Gut, was haben wir sonst noch? Hexerstallschwert und die Märkische da. Ja, beide können weg. Gut.
Ah, Stahltrad haben wir. Trifft sich jetzt sehr gut. Denn dann können wir etwas Spezielles anfertigen. Ah. Wir brauchen gewöhnlichen Draht. Verkauft der gewöhnlichen Draht? Ja. Zwei davon. Und Handwerk? Ja, das ist gut. Zutaten fehlen. Gut. Das wäre, glaube ich, alles. Leb wohl. Leb wohl. Gut, dann wird das angelegt. Ich repariere mal die zwei und dann schauen wir weiter. So. Leichte Rüstung, mittlere Rüstung. Gut, ja, die zerlege ich auch noch. Ein wiederkehrender Kunde. Ja, ja. Ich hätte gern, dass du mir... Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Genau. Und dann zerlegen. Und zwar einmal das. Oh, so teuer. Und einmal das. Dann will ich, dass du das da... Ah, verdammt, reparierst. Ja, reparier das und dann das. Gut, leb wohl. Leb wohl. Okay. Wo ist das nächste? Das verlassene Dorf. Reiten wir hier hin. Ja, Blöße, brave Blöße. Gut. Auf geht die wilde Fahrt. Los, Blitze! Gut, gut. Schneller! Wer markiert? Los, lauf! Was ist denn das? Komm schon! Okay, schnell absteigen und neues Zeug sammeln. Weiter so, Plätze. Ja, gute Plätze. Hey, rüber, Plätze. Wo wir wohl hier sind? Hey, ho! Was? Komm schon. Prächtiger Mutant. Hey ho! Ich bring dich um. Okay.
eine Schwalbe ist dann gefragt. Jetzt bist du dran. So. Ich dachte, du wirst mich umbringen. Oh, jetzt bist du dran. Ach ja. Das glaube ich weniger. Gut. Dann sammeln wir das Zeug hier mal auf. Neue Schema. Ist das noch was? So, Baumwolle. Hemd. Gut. Da ist also noch mehr. Sonst noch? Nichts mehr. Gut. Die sind tot. Wer folgt? Die da. Auf zum nächsten, Lütze. Mein treues Pferd. Hühot, hühot. Was blöd? Ich habe gerade der Linie auf dem Boden gefolgt und nicht meinen grünen Zeichen. Das geht ja gar nicht. Oh. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ein weiterer Ort der Macht. Sehr gut. Hier hin. Und dann wäre das wohl das letzte für diese Folge. Hey. Ja, ja. Was, Blitze? Schneller! Wir schaffen das. Was uns wohl da erwartet? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Komm her. Der letzte Stimmbein hat geschlagen. Ha. Okay. Auch das hätten wir geschafft. Thank you.
Sehr gut. Und wir, wie abgemacht, war es das für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao, Leute.